Der Grund ist ein LKW-Unfall zwischen Neukirch und Gottschdorf. Da ist ein LKW von der Straße abgekommen, auf dem Feld aufgesessen und ein Tank aufgerissen. Die Feuerwehr Gottschdorf ist mit 6 Kameraden vor Ort. Die Feuerwehr Schmurgau wurde nachalarmiert wegen auslaufender Flüssigkeiten, noch zusätzlich mit 12 Kameraden. Ja, die Polizei war schon vor Ort. Der LKW steht auf dem Feld. Der Diesel läuft aus. Wir haben versucht, jetzt erstmal das Leck abzudichten, beziehungsweise jetzt fangen wir die Flüssigkeit auf, bis dann die Polizei entscheidet, wer hier den Tank abpumpt, beziehungsweise welche Entsorgungsfirma hier antreten muss. Das ist eine Umweltgefährdung und wenn hier 5 Liter, also der Fahrer sagt, es wären 500 Liter Diesel circa noch drin, das wäre schon eine erhebliche Umweltgefährdung, deswegen wird das alles aufgefangen, bis dann mal die Entsorgungsfirma kommt oder die Tanks abgepumpt werden.